Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. So, wir sind hier immer noch auf der Brücke bei den komischen Orangi-Leuten. Ja. Und wir haben hier noch ein paar Missionen, die wir machen können. Bei der Anna Radcliffe ist sie, glaube ich. Kolossaler Schlag. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Er bedeutet, dass unsere Fortschritte im Verhältnis zur Zeit uns nicht gerade gut aussehen lassen. Es geht um diese abnorm deformierten Status 17er. Können wir sie nicht einfach Zombies nennen, Sir? Die Autopsie ergab fortgesetzten Muskelaufbau, neue Neuralaktivität. Ich isoliere noch die chemischen Reaktionen, aber in Kurzform, Zombies auf Speed. Unterstützen Sie mich mal, nur für den Bericht. Die Zombies sind Haufen aus totem Gewebe. Mobil. Kannibalen. Aber tot. Träge. Was stimuliert sie? Meine Vermutung, es ist ein Umweltfaktor. Sie konzentrieren sich rund um diese nördliche Insel. Sehen Sie? Wir müssen die Mutation eindämmen. Sir, wir müssen da rausgehen und... Kommandoaktion. Auf keinen Fall, Radcliffe. Sicherheit geht vor. Wir sind nur Wissenschaftler. Und jetzt schon näher am okkulten Epizentrum, als für unser Überleben förderlich ist. Das machen die Rothemden. Also das klingt ja fast über Star Trek, Sir. Wie kommen Sie denn darauf? Tja. Na gut, machen wir das halt. Nach Priest Island gehen. Hier sind auch wieder andere. Oder? Nee? Hm. Vielleicht doch nicht. Nee, die haben aber trotzdem coole Uniformen. Ich will auch so eine coole Orochi-Uniform. Gibt es bestimmt doch irgendwie in dem Spiel zu bekommen. Aber ich hab's so halt noch nicht, ne? So, wir müssen nach Priest Island. Und ich weiß aus Erfahrung, das ist ganz schön voll da mit Gignots. Beschädigter Orangi-Behälter. Annehmen. So, dann müssen wir die auch noch einsammeln. Ja, die richtigen Schadenssachen, die wir haben, sind halt immer noch unsere Verbraucher. Ich glaube, wir könnten hier auf dieser Insel auch echt Probleme bekommen. So, hier ist so ein Behälter. Haben wir schon mal einen. So. Da ist noch einer, aber da sind halt Zombies gerade. Und Feuer da frei. Und ein bisschen von dem. Den Zombie mal erlegt. So, und den nächsten machen wir platt mit Heilschuss. Haben wir ein bisschen Heilung bekommen. So, und holen uns den Behälter. Hier ist noch einer. Dies geht ja fix mit den Behälters, ne? Also ich würde gerne versuchen, noch so ein paar von den Viechern zu umgehen. Und schon habe ich sie getriggert. Komm, Drohne, helf mir! Ah, ouch, 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 ouch. Aber gut, wir mussten ganz schön federn lassen. So. Gut. Da ist wieder so ein alter Seemann. Drohne! Ich glaube, das war eher eine Seefrau. So, was sagt denn die Hauptquest?
Hauptquest ist nach Suche die Ursache für die Zombie-Mutation. Okay. Sehr gut. So, jetzt müssen wir Felsbrocken einsammeln. Hier haben wir einen Felsbrocken. Und okay, der nicht. Hier ist ein Felsbrocken. Also, falls ihr es jetzt nicht mitgekriegt habt, die Ursache sind anscheinend hier diese komischen Quellen, die da hochsprudeln. Geschafft, weil hier sind nämlich auch noch mal lose Felsbrocken. 12 Stück braucht man davon. Das wollen wir dann gerade recht schön. Boah. No! So haben wir nicht gewettet. Hat dem gerade nochmal einen reingepfeffert. Das ist natürlich ziemlich fies gekriegt gerade. So, schön wieder heilen. Wenn wir den hier töten. Zieht uns noch ein bisschen mehr ab, als wir uns wieder raufheilen, ne? So. Schon wieder eingetriggert, ich hoffe nicht. So. Wieder hier rüber. Die Tussi muss auch verschwinden. Ganz viel, einen großen Haufen Felsbrocken. Schon 10 von 12. Ist auch noch einer. So, da drüben sind noch welche. Die nehmen wir uns natürlich auch mit. Und das müsste dann reichen. Ja, eine zweite Quelle finden. Der muss leider gehen. Der ist nämlich im Weg. Oh, jetzt haben wir beide gezogen. Die ist nie gut. Na komm, schieß! Was ist denn noch? Okay, jetzt ist der wenigstens angetriggert. Heilschuss! So, puh. Ja, ich sagte schon, die wird nicht ganz einfach, die Insel hier. So. Da haben wir gleich ein Dreierpack. Das würde ich eigentlich liebend gern erst mit der Granate. Aber die braucht noch ein bisschen Abklangzeit. So. Da ist er wieder. Und zack. Und. Na komm. Der wilde Zombie muss sterben. So. Hier rum. Und was sehen wir denn dann hier?
hier schönes. Aber wieder irgendwie getriggert. Dies war's für dich. So. Hier sind bestimmt irgendwie am Wasserwanner die Behälter immer. Guck mal, da ist doch wieder einer. Sehr schön. Weiß gar nicht jetzt, wie viel wir davon noch brauchen. Auf jeden Fall ist hier noch einer. Sehr schön. Okay, die haben wir anscheinend alle. So, und auf diese Seite der Insel müssen wir halt auch nochmal. Nee, da kann man gerade erst her. Habe ich auch nicht auf, gar nicht richtig aufgepasst. Nee, so nicht mein Freund. Gewaltige Masse. Ich stehe erstmal einen drüber. So. Alles klar. Hier müsste ja jetzt eigentlich. Ja, genau, das Ding da in der Mitte, das müssen wir jetzt zumachen. Da sind halt jetzt zwei von diesen Viechern drin. Ihm. So. Drohne. Sehr gut. Und da ist schon wieder jemand. Ätzend, wo ihr immer herkommt. Wow! What the fuck? Und hinter uns ist auch wieder einer gespawnt. Was soll die Scheiße? Oh nein, Leute. Die Drohne. Heilschuss. Ja, das war's. Da sind sie gerade alle um uns rum gespawnt. So ein Ärger. Scheiße. Ja, wir sind einfach nicht stark genug dafür. Aber jetzt seht ihr mal den Unterschied hier in der Geschwindigkeit. Das ist schon gut. So, hier müssen wir rum. Hier ist unser Körper. Das hier müssen wir schließen. Fipp, okay. So, jetzt gehen wir am besten. Oh, hier wieder durch. Seine verdammte Scheiße ist das. So, schön hier rum. Ich glaube, den müssen wir jetzt bekämpfen. Da führt wohl kein Weg drum vorbei. Zombies alle getriggert. Scheiß. Das ist wahrscheinlich wieder unser Tod. Nicht, dass wir es mit allen aufnehmen können, weil da hinter uns lauert halt auch noch einer. So. Den Zombies haben wir schon mal alle. So. Nee, 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 nee. Gewaltige Masse. Hinfort. Aber die geben auch ordentlich Knete, also an Erfahrungspunkten. Aber die sind auch fies. Ganz schön fies.
So, hier gibt's anscheinend durch. Interesting. Da sind drei Zombies. Und der ist jetzt schon mal hin. So, der muss jetzt... Na. Der... Die hat's beide erwischt. Das ist gut. Jetzt müssen wir nach links. Und hier müsste jetzt gleich wieder so eine Quelle sein. Okay, scheiße, da unten schon wieder Zombies. Wollen die zuerst? Die scheinen ja nicht so sonderlich stark zu sein. So, die haben wir schon mal. So, den Seemann da hinten holen wir uns auch. Nee, komm mal schön wieder hier in den Schadensbereich zurück. Aber Mann. Und gib ihm. Sehr gut. Da hinten ist schon wieder so ein großes Vieh. Das wollen wir am besten nicht behelligen. So. Hier oben lang. Ich glaube nämlich, wir müssen jetzt, wenn, dann wieder hier unten hin. So. Hüpf, hüpf. Ist ja auch keine schöne Insel, also keine Urlaubsinsel hier. Da würde ich nicht mal, oh, meine Urlaub machen wollen. So. Drohne. Ah, den hat's jetzt erledigt. Sehr gut. Ein bisschen öfter müssen wir auch zurückweichen. Das ist nämlich, was ist das? Ein alter Seemann. Sehr gut, den haben wir erwischt. Das ganze Zeug gucke ich mir nachher an. So. Hier schön außen lang. Natürlich ist das hier wieder alles total zombieverseucht. Gott sei Dank nur mit wilden Zombies. So, der ist hin. Den. Ah, gut, dann ist. Ihm. Jawohl. Okay. Da sind noch mehr wilde Zombies. Und noch so ein dicker. Ach du Scheiße. Ey. Kommt man da nicht irgendwie anders dran? Ohne die alle zu bekämpfen, ist natürlich jetzt echt geil. Vielleicht hier außen rum. Da ist nämlich nur ein dicker. Dinke, 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 dinke. Hier oben rum. So, haben wir den getriggert? Nein, haben wir nicht. Sehr gut. Dann holen wir uns die weg. So, der ist weg. So, der wird jetzt auch allein von alleine sterben, hoffentlich. Jawohl. So, und dann jetzt hier schnell das Ding zu machen. Und hier außenrum weg. Schon wieder, ey. Ach, zum Kotzen aber auch. Nee. So haben wir nicht gerettet. So, die gewaltige Masse haben wir aber gleich. Jawohl. So. Oh,
Oh, jetzt haben wir die alle getriggert. Es ist nicht einfach auf dieser Insel. Der Schwierigkeitsgrad steigt an. So. Auch das ist mein Loot. So. Den müssen wir, glaube ich, auch noch beseitigen. Nö, müssen wir nicht. Aber den da. Jetzt kommt zur Not. Den müssen wir wegmachen. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich zur Seite springen. Huh. Masse. Stirb. Man hat er noch nicht mal vernünftigen Loot dabei. Schlimm das, schlimm das, schlimm das. So, hier waren eben auch welche. Wo ist die Quelle? Ach, scheiße, da ganz hin. Zum Kotzen. Erster Zombie. Zweiter Zombie. Dritter Zombie. Vierter Zombie. Nee. Bleib das mal stecken, du. So. Schön noch beeinträchtigt. Raus aus dem Kreis. In your face. So. Ich finde, die hätten den ein bisschen tolleren Loot einpacken müssen. So, schnell auf die Quelle. Ja. Den sehen wir noch schnell. Oh, und hier scheint auch ordentlich was los zu sein. Dadurch, dass wir hier die ganzen Quellen geschlossen haben. Die Ursache des Ausbruchs finden. Ich vermute, das ist nichts Gutes. So. Und da ist wieder das, so ein dickes Vieh. Drohne hilft mir mal ein bisschen. Schön aus dem Kreis wieder raus. Ah, die Drohne macht schon ordentlich Schaden, ist okay. So. Hier schön in die Mitte der Insel zurück. Gehen wir hier oben drüber. Na. Zap. Ihr seht ja mal, wie wenig Schaden wir dem eigentlich reindrücken. Das ist eigentlich nicht so geil. Ich würde dem gerne viel mehr schaden. So. Den ignorieren wir mal. So. In die Mitte der Insel. Und da seht ihr schon, die Ursache für den Ausbruch ist ein riesen Vieh. So, den gewaltigen Koloss töten. Oh Gott. Fuck you. Gewaltiger Koloss. Na. Streiftreffer. Der kriegt uns, oder? Schön wieder hier raus. Komm, wir ziehen ihn wieder in den Kreis hier rein. Die Drohne. Die schießt wenigstens konstant auf den. So,
hier nochmal so ein Ding. Sehr schön. Und den haben wir. Sehr gut. Ganz schön fies hier das Vieh. Das hat kein Loot fallen gelassen. Dies ist nicht schön. So. Den dunklen Brunnen versiegeln. Dafür müssen wir hier oben an den Stein heran. Hüpf. So. Und. Okay. Da hat die Animation gefehlt. Hm, auch nett. Bericht senden. Haben wir hier gekriegt. Ja, ganz nett. Ja, also wir müssen mehr erfahren über die Beschaffenheit dieser schwarzen Zehenflüssigkeit. So, und die Behälter müssen wir noch zurück zum Orangelager bringen. Mal hier unser Motorrad mal auspacken. Wir versuchen mal möglichst schnell hier den ganzen Viechern vorbeizufahren. Ja, das klappt auch ganz gut. Perfekt. Okay, durchs Wasser können wir nicht mit dem Motorrad. Ah, das Sprinten, das hat sich schon so gelohnt, Leute. Das ist echt gut. So. Achso, wo müssen wir die hin tun? Hier in den Behälter. Okay. Nice. Und auch diesen Bericht senden wir. So, und dann gucken wir uns nochmal an, was haben wir denn hier alles eingesammelt auf der Insel. Kritischer Trefferwert, Heilungswert ist okay. Ist das dasselbe? Plus 10? Nee. Hier kriegen wir ein bisschen mehr kritischer Trefferkraftwert. Nehmen wir mal. Und hier kriegen wir mehr Trefferwert und mehr Durchdringungswert. Ist auch nicht so schlecht. Und was haben wir hier? Mehr Heilungswert. Auch nett. So. Mehr Trefferwert. Brauchen wir nicht. Ja. Okay. Hat sich das ja da schon mal gelohnt. Was haben wir hier oben noch? Nee, das ist nicht so gut. Alles klar. Das waren die alten, schlechten Waffen hier, ne? Ja, sieht so aus. Doppelpistolen, ja. Okay, okay. Ja, mit Blick auf die Uhr. Passt doch super zusammen. Dann haben wir hier unsere Orangi-Sachen alle erfüllt. Oh ja, hier haben wir noch einen Auftrag. Wir gucken uns mal an, was man hier machen muss. Das ist eher ein Sneaky-Ding. Ich weiß, es ist kein Spaß da draußen. Aber oft hat man keine Wahl mehr, wenn die Münze mal in der Luft ist. Wir sind hier, um den statistischen Durchschnitt für den nächsten Wurf zu erhöhen. Adaptive Wissenschaft. Mr. Blake kann nicht gut mit Menschen. Und die Menschen von Kingsmith brauchen den Satelliten dringend. Manchmal fühlt sich das große Ganze überhaupt nicht gut an. Ich habe nicht die Sicherheitsstufe, um zu erfahren, was wirklich vor sich geht. Abgesehen vom Offensichtlichen. Aber ich muss es wissen. Die Gruppe hat nachts meistens Hubschrauber in der Luft. Die sind schwarz. Und das ist kein Witz. Irgendwo draußen beim Flugplatz. Das ist natürlich alles streng geheim. Viel zu geheim, als dass ich es mitkriegen darf. Aber besser, sie erfahren es jetzt, als wenn es mir sowieso keiner mehr sagen kann. Solange ich noch als Kirchgängerin mit reinem Gewissen durchgehe. Nicht, dass Blake mich hier in die Kirche gehen ließe. Sperrbereich, wie der Rest der Stadt. Sie kennen die Grundregeln einer okkulten Epidemie. Quarantäne, Quarantäne. Quarantäne. Habe ich was verpasst? Ja, dann werden wir wohl beim nächsten Mal diese schwarzen Helikopter suchen. Und das wird eine Sneaky Mission, glaube ich. Das wird ganz nett. Und freut euch drauf. Bis dahin, have fun, euer Koali.